Kann ich kurz reinkommen? Klar. Ich habe gerade Ben zu Christoph gehen sehen. Was? Ja. Ob Ben doch noch vernünftig wird? Wollen wir hoffen, aber ich will mich nicht drauf verlassen. Mir geht die Geschichte mit diesem Erbschaftsstreit nicht aus dem Kopf. Sagen Sie, hat Ben irgendwelche Dokumente, Unterlagen, irgendwas aus der Zeit, als der alte August von Ansteck noch gelebt hat? Ich meine, Fotos, Briefe, irgendwas. Ben hat da hinten so einen Korb voll mit solchem Zeug. Können Sie drankommen? Ja, steht hinten im Schlafzimmer. Ja. Was wollen Sie denn in dem alten Kram finden? Irgendeine Spur, ein Hinweis, irgendwas, was uns weiterbringt. Ich habe immer mehr den Verdacht, dass Clarissa mehr mit diesem Streit zu tun hat, als sie zugeben will. Ja, das würde mich nicht wundern. Okay, ich hole eben den Korb. Wo bleibt er denn? Er will mich bestimmt hinhalten. Auf die Sekunde. Herein! Guten Abend. Guten Abend. Und? Wie hast du dich entschieden? Ich werde verkaufen. Aber unter einer Bedingung. Und die wäre? Die Kaufsumme darf 18 Millionen nicht unterschreiten. Du kennst das Gutachten von 91? Dort sind 20 Millionen angesetzt. Okay. Gut. Alles Weitere regelt der Notar. Gott möge dir verzeihen. Ich werde es nie tun. Wie ich schon sagte, je früher wir den alten Kasten verkaufen, desto besser. Ja, ich weiß, ein Schloss verkauft sich nicht so einfach wie eine Eigentumswohnung. Aber was glauben Sie, warum ich mich ausgerechnet an Sie wende? Ja. Ben spricht gerade mit einem Makler. Sag bloß, Christoph hat dem Verkauf zugestimmt. An dem Punkt sind Sie sich ausnahmsweise mal einig. Und du nimmst das einfach so hin? Was soll ich denn machen? Der Gutachter ist schon bestellt. Gut. Und wann haben Sie an eine Besichtigung des Objekts gedacht? Und für welches Sümmchen wollen die beiden Friedenau AD sagen? 18 Millionen, mindestens. Hm. Ist das zu viel? Nein, nein. Das ist fast ein Sonderangebot. 18 Millionen. Ich kann nur hoffen, dass sich kein Käufer findet. So sehr es dir auch gönnen würde, aber für den Preis, da wäre ich mir nicht so sicher.